Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vom Auswärtsspiel am Samstag in Innsbruck. Bei mir Cheftrainer Miroslav Klose und Nosey Dokpolor. Miro, morgen ein Gegner in Schlagdistanz. Mit 3 Punkten könnte man zur WSG aufschließen. Wie hast du den Gegner analysiert? Also ich finde, dass es schon eine sehr ordentliche Mannschaft ist, auch vor allem im Umschaltspiel nach vorne haben sie absolut ihre Stärken, auch auf den Positionen, was die Offensive angeht. Jetzt mit dem neuen Spieler, den sie dazu gewonnen haben, sind sie auch sehr torgefährlich geworden. Und ja, wir haben sie analysiert, wir haben viele Sachen auch trainiert und heute auch im Abschlusstraining. Und dann schauen wir mal. Wir wollen aufschließen, ja, wir wollen auch so WSG aufschließen. Und es kommt darauf an, wie wir dieses Spiel auch angehen. Ja. Nosse, im Frühjahr haben wir 2 sehr wichtige Siege gegen die WSG eingefahren. Du kennst den Gegner auch. Worauf kommt es an in den Spielen gegen Tirol? Ja, wir wollen gegen Tirol den Turnaround schaffen. Und dazu brauchen wir über 90 Minuten eine konstante Leistung. Alle Fragen bitte. Nosse, darf ich gleich anschließen an deine Worte? Du sprichst vom Turnaround, was wahrscheinlich die Ergebnisse anbelangt. Wie will man das jetzt schaffen, zwischen den Spagat zwischen dem Sprechen, wir wollen das schaffen, und den Tun auf dem Platz? Ja, ich meine, es ist nicht immer einfach, aber wie besprochen, also wir geben unser Bestes gegen Tirol und wie auch letzte Woche. Ich meine, das Spiel wird so sein, dass wir alles reinhauen werden. Und eines Tages, also wenn wir natürlich alles geben, also wir werden uns nicht verschreiben, dass wir nicht alles geben haben. Miro, wenn man diese erste Halbzeit von Rapid hernimmt, sowas hat es jetzt schon öfter gegeben, dass die erste Halbzeit nicht funktioniert hat. Habt ihr schon analysiert, an was das überhaupt liegen kann oder an was das liegt? Ja, wir kennen die Statistik und natürlich beschäftigen wir uns auch mit der Statistik. Und das ist auch klar, dass wir uns damit beschäftigen müssen, ja, weil wir es noch nicht hinbekommen, über 90 und plus mehr Minuten konstant, bis auf wenige Phasen, die es im Spiel gibt, das alles durchzuziehen und konstant Fußball zu spielen. Da sind wir noch nicht so weit, aber daran arbeiten wir und trainieren wir, ja, dass wir versuchen, ein ganzes Spiel ordentlich zu machen. Und wir wissen, dass wir zweite Halbzeit immer nachlegen können. Also daran haben wir auch gearbeitet, an dem physischen und konditionellen Zustand. Und jetzt müssen wir an dem Mut und an der Forschheit arbeiten und uns dieses Spielglück, und davon bin ich überzeugt, dass wir im Training uns das erarbeiten können, ja, dieses Quäntchen Glück. Und wenn der Mut und der Glaube und vielleicht mal ein Treffer, wo wir in Vorsprung gehen und in Führung gehen, ja, dass uns das Mut gibt und dann vielleicht die Blockaden löst. Miro, Blockaden werden am besten durch positive Ergebnisse, durch positive Ereignisse gelöst. Jetzt, ihr solltet es schaffen, aus eurer Sicht dieses positive Gefühl mit in den zum Anpfiff zu bringen. Wie macht man sowas? Oder wie kann, du hast immer gesagt, die Mannschaft muss sich auch selber rausziehen. Was verlangst du von ihnen, dass sie tun, dass sie mit Spielbeginn praktisch auf dem Platz stehen? Ja, also in erster Linie erstmal Kommunikation. Ja, natürlich von uns, vom Staff, von dem Trainerteam drumherum, aber natürlich auch von jedem einzelnen Spieler. Weil je besser ich meine Mitspieler kennenlerne und mich auch mit dem Gegner und mit meinen Spielern befasse, umso besser wird unser Spiel sein. Und wir sind da auf dem richtigen Weg. Ich sehe, dass da viel mehr gesprochen wird unter der Woche, ja, auch außerhalb vom Training miteinander gesprochen wird. Und das sind die ersten Schritte in die richtige Richtung. Weil es geht einfach nur so, ja, wenn man die Mitspieler auch pusht im Training durch viele verschiedene Spielformen, wo es nicht um taktische Dinge geht, sondern einfach nur um Kommunikation und um das Miteinander. Ja, und das heizt auf, das heizt jeden Spieler auf, das sehe ich. Er wird dann angestachelt, ja, und manchmal auch gepusht von den Mitspielern, und das ist absolut positiv. Ja. Und daran müssen wir auch aufbauen und auch im Spiel und von der ersten Minute, das wird das Entscheidende sein. Ja. Kurz zum Personellen. Der Manuel ist letztes Mal ausgefallen.
hat es geheißen, ist nicht so schlimm. Genauso mit dem Felix, der hast gesagt, der ist wieder im Trainingsbetrieb. Ist da eine Aussicht, dass der zurückkommt oder wie schaut es bei Manuel aus? Also bei Manuel hat es gestern nochmal versucht, auch Vormannschaftstraining in verschiedenen Passformen, aber er hat noch kein gutes Gefühl. Also kann ich ihn nicht mitnehmen und werde auch ihn nicht mitnehmen, weil mir das Risiko einfach zu groß ist, also fällt er aus. Und genauso wie Felix. Also er ist, macht kleine Schritte vorwärts, aber noch nicht so, dass er am Mannschaftstraining teilnehmen kann. Und er hat jetzt, ich sag mal, fast zwei Rückschläge wieder bekommen. Und da haben wir einfach gesagt, okay, jetzt ist die Strategie, dass wir das langsam und in Ruhe aufbauen, ja, dass er nicht nochmal einen Rückfall bekommt. Und das machen wir. Und das zeigt auch, dass die Tendenz gut ist, ja, aber leider noch nicht im Mannschaftstraining. Also ich hoffe, dass er jetzt die Fortschritte macht übers Wochenende und vielleicht Mannschaftstraining ab kommender Woche teilnehmen kann. Ja. Wenn wir vom Personal sprechen, ist Mišić ein möglicher Kandidat für den Posten von Manuel? Ja, der Abschlusskader sieht folgendermaßen aus, dass wir 18 Spieler haben plus drei Torhüter. Und davon würde ich zwei nicht nominieren. Ja, aber da muss man das Abschlusstraining abwarten. Aber man merkt auch, dass der Junge will. Ja, das ist für mich entscheidend und hat jetzt auch Spielpraxis bei den Juniors bekommen. Und zwischen Juniors und der Leistung bei uns im Training sieht man schon, dass es Fortschritte sind. Ja. Aber man muss da geduldig bleiben mit ihm. Ja, er ist ein junger Spieler und das Entscheidende ist, dass er möchte. Ja, aber leider kommt er bei uns noch nicht so zum Zug, wie ich mir das gerne gewünscht habe. Und deswegen muss man in vielen Gesprächen, in vielen Trainingseinheiten geduldig mit ihm sein. Und der eine braucht ein bisschen länger, der andere nicht so lange, um das alles zu verstehen. Aber entscheidend ist, dass er marschiert, ja, und momentan immer fitter wird. Das war bei ihm so ein bisschen der Knackpunkt. Weil jetzt Nosa neben dir sitzt bei der heutigen Pressekonferenz, du hast ihm das Vertrauen als Innenverteidiger gegeben. Aus meiner Sicht fällt ein bisschen die Power von ihm auf der linken Seite. Siehst du ihn für das Tirol-Spiel wieder als Innenverteidiger? Ich glaube schon, ja, dass ich ihn als Innenverteidiger sehe. Momentan, Stand jetzt, ja, das Entscheidende ist, dass er viele Dinge machen kann, ja, im Ballbesitz und gegen den Ball und sich stetig im Training verbessert. Also das ist, glaube ich, ein Spieler, der das alles sehr schnell adaptiert hat und das alles sehr schnell verstanden hat. Und natürlich macht auch er, wie viele andere Spieler auch, Fehler. Ja, aber das Entscheidende ist, dass er Sachen umsetzen möchte. Ja, und ich sehe ihn momentan innen, weil es der Mannschaft mehr hilft, ein bisschen mehr. Ja. Ist der Schreiner wieder fit, Emanuel? Ja. Kann er wieder spielen? Ja. Dann eine ganz andere Frage. Gestern gab es ja ein Ereignis, das wahrscheinlich auch dich ein wenig überrascht hat. Der Werner hat seinen Rückzug erklärt, also noch nicht sofort, aber demnächst. Wie sehr beeinflusst dich das? Also mich beeinflusst es nicht. Ich bin total fokussiert aufs Spiel und ich glaube auch, dass man zu der Personalie Werner Grabherr, dass es auch unheimlich schade ist, dass er uns verlassen wird und er wird sicherlich auch seine Gründe dafür gehabt haben und die muss man, ich als Trainer und als Verein natürlich dann auch akzeptieren. Ja, ich weiß auch in vielen Gesprächen, wie wir miteinander hatten und ich glaube, mit Werner habe ich die meisten Gespräche geführt. Ich weiß, wie tief SCR Altach in seinem Herz verbunden ist. Ja. Und das habe ich einfach gespürt in den vielen Gesprächen. Und ich kann ihm nur alles Gute wünschen und seiner Familie. Und das ist für mich das Entscheidende, ja. Dass er den Grund jetzt gewählt hat. Und er wird sicherlich seine Gründe gehabt haben. Und wie gesagt, die muss man akzeptieren, ja.
Miro, wenn wir jetzt auch die Personalie Werner Grabe gesprochen haben, es gibt ja auch noch die Möglichkeit, neue Spieler zu holen, das hast du selber gesagt. Der Name Leitner als Torhüter ist aufgetaucht, ist er ein Spieler, der bald das Dress des SC Altach tragen wird? Also ich muss ehrlich sagen, dass ich mit vielen Spielern, ja, sowohl Torhüter als auch Spielern telefoniert habe und es kommen immer mal wieder Namen raus und das kann ich nur bestätigen, dass ich mit dem Torhüter in Kontakt war und mich erkundigt habe, aber genauso bei vielen anderen auch. Und das ist jetzt ein Name, der jetzt irgendwo rausgekommen ist und ich bin immer einer, der ehrlich ist und der natürlich Lösungen sucht für diese Mannschaft und Verstärkungen. Aber das machen wir schon seit längerem. Ja. Aber Fakt ist auch, dass wir täglich auf dem Trainingsplatz stehen und die Mannschaft, die hier ist, habe ich von Anfang an gesagt, die hat mein vollstes Vertrauen. Ja, und wenn ich gesagt habe, dass ich mit der Mannschaft in diese Saison gehe und ich habe da ein gutes Gefühl, davon gehe ich nicht weg. Davon gehe ich nicht weg, aber ich habe diese Verstärkungen, das meine ich wirklich nur positiv, weil ich sehe, wenn wir, und das zeigt einfach die Erfahrung und in den Vereinen, in denen ich gespielt habe, wenn der Konkurrenzkampf da ist und doppelt so gut ist auf den Positionen, dann werden wir uns verbessern, weil das Niveau im Training ist einfach deutlich höher und das muss unser Ziel sein. Und wenn wir es schaffen, jetzt vielleicht noch jemand dazu zu holen, das ist natürlich schön. Wir müssen auf vertraglose Spieler zugreifen. Aber wenn es nicht so ist, dann schauen wir im nächsten Step, im Winter. Ja, das ist das Entscheidende. Ja, dass wir alles in den Gesprächen, was wir jetzt geführt haben, die Strategie, die wir festgelegt haben, geht es halt nur um die Mannschaft zu verbessern und mit dem Material, was da ist, was können wir da rausholen? Und da bin ich immer noch guter Dinge, dass wir da noch Sachen rausquetschen können. Absolut. Noch so, wenn der Trainer von Lösungen spricht, dann betrifft es euch als Verteidiger natürlich auch. Ihr braucht Lösungen, um sage ich jetzt mal, ohne Gegentor mal zu bleiben. Wo kann man arbeiten oder wie könnt ihr euch verbessern? Was sind die Probleme, die euch jetzt in den ersten Runden in der Hintermannschaft, die natürlich oft einmal als Schuldige hergeführt wird, wenn Spiele verloren werden, wenn man die Fehler sieht und die dann auch zu den Toren führen? Aber wo siehst du die Probleme? Ich meine, die Tore, was wir bekommen haben, waren teilweise Eigenfehler. Und also ich denke, wir müssen halt eher mehr kompakter stehen und das gemeinsam als Team also die ganze Situation lösen. Und jetzt nicht nur, dass die Spieler, also die Verteidigung jetzt als Schuld geben, sondern eher also nicht als ganze Mannschaft mal kompakt stehen oder sich mal fallen lässt und mal das Ziel haben, zu Null zu spielen. Also dann sehe ich, dass es gut klappen kann. Ja. Miro, dein Gegenüber, der Trainer der WSG Tirol, ist ja einer, der sehr auch mit Emotionen und mit Leidenschaft arbeitet. Kann man da irgendwo als Gegner irgendwie dagegen wirken? Oder wie? Also die Frage verstehe ich nicht. Weil du auch sagst mit Emotionen, also heißt das, dass es bei mir auch so ist? Nein, er ist vor allem ein Trainer, der in den Interviews und auch in der Arbeit mit der Mannschaft sehr auf Leidenschaft Wert legt und auf das Verhalten und eben auf die Emotionen der Spieler auf dem Platz. Das ist ja etwas, was in Altach, was man denkt, man vermisst es und würde es sich gerne wünschen, dass solche Spiele passieren wie gegen die Austria Wien, wo man umdreht, wo man dann die ganze Mannschaft spürt, dass ein Ruck durch die Mannschaft gegangen ist und viel Leidenschaft drauf ist. Woher kann man das im Prinzip, wie kannst du das in die Mannschaft hineinbringen? Indem wir täglich daran arbeiten, ja, diese Emotionen zu wecken.
Ja, das geht nur durch positive Momente. Ja, ich habe es schon oft angesprochen, den Phasen in den Spielen schaffen wir es. Ja, da sind wir mutig, auch durch unseren Ballbesitz, auch uns Chancen dann zu kreieren. Aber wir schaffen es noch nicht, wie ich gesagt habe, über 90 Minuten und mehr. Und das muss unser Ziel sein. Und manchmal geht es durch Emotionen, aber auch manchmal, um einen kühlen Kopf zu bewahren, ja, um Ruhe zu bewahren. Ja. Und das ist momentan in so einer Phase auch unheimlich wichtig, ja, dass man auf Sachen zurückgreift, wo man sich sicher fühlt. Ja. Und wie gesagt, in den vielen Gesprächen habe ich ein gutes Gefühl und ich sehe, dass die Mannschaft das auch umsetzen möchte. Und nochmals, wir können nicht diese Saison mit der letzten Saison vergleichen, ja, weil ich das Gefühl habe, wir sind fußballerisch ein Stück weitergekommen. Nur die Punkteausbeute fehlt. Ja, aber ich sehe, wie gesagt, das Glas immer halb voll, weil ich sehe, wir sind in Schlagdistanz. Ja, nur wir müssen den Turnaround halt schaffen. Und je früher uns das gelingt, wir wissen, wie viele Spiele wir noch bis zum Winter haben, dann ist es umso besser. Ne? Aber da gilt es, von Spiel zu Spiel zu denken. Und das ist unheimlich wichtig, ja? Dass man nicht irgendwie schon das nächste Heimspiel sieht, sondern fahrt nach Tirol, ja? Und dann schauen wir, was wir da mitnehmen können.